Ja, dann begrüße ich heute Flavio von Witzleben auf meinem Kanal. Sei gegrüßt. Ja, hi, Servus Konstantin und entschuldige die Konfusion. Ich hatte den Termin nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber freue mich jetzt hier dabei zu sein. Ja, ich hatte dich ja angeschrieben, dass wir eh erstmal so ein Kennenlerngespräch machen wollen. Also du bist jetzt tatsächlich einer der ersten größeren, ich sag mal so, Journalisten aus dem alternativen Bereich, den ich hier zu Gast habe. Und da wollte ich Ja. dir einfach mal ein paar grundlegende Fragen stellen. Erstmal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, jetzt Videos und Podcasts zu machen? Ja, das ging im Grunde genommen 2020 los, als das Ganze mit Corona hier seinen Anfang genommen hat. Damals habe ich für das Rubicon Magazin erste Interviews geführt. Davor hatte ich für das Magazin nur geschrieben. Und ja, so ging das los. Damals der erste Interviewpartner war Bodo Schiffmann. Und ja, dann hatte ich so ein bisschen Blut geleckt. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, so ging das los. Erste Rubicon-Interviews, März 2020. Und dann, ja, was waren das, so knapp 1,5 Jahre für Rubicon und dann auch noch für andere Medien gearbeitet, Epoch Times. Auch die für die Basis hatte ich mal was gemacht. Jo, und dann habe ich jetzt vor knapp 1,5 Jahren meinen eigenen Kanal gestartet und bin dort dabei, diesen Channel aufzubauen. Bin jetzt aktuell bei knapp 70.000 Abonnenten. Und läuft ganz gut. Jede Woche gibt es ein neues Interview. Mein Podcast mit der Kneiße, den mache ich jetzt seit ja auch 1,5 Jahren, also kurz nachdem ich den YouTube-Kanal ins Leben gerufen habe, habe ich dann auch den Podcast mit Karin Kneiße gestartet. Und jo, ist eine große Freude. Bekomme sehr viel positives Feedback und habe auch so, ich sag mal, diese schwere Phase zu Beginn, wo dann eben noch so diese Anfeindungen kamen von wegen Recht und Verschwörungstheorien und wie es dann immer heißt, ne? Das war eigentlich alles nur so 2020, als ich noch so in meiner alten Bubble drin war. Und diese Bubble wurde dann irgendwann ausgetauscht und jetzt bin ich da in der neuen Bubble drin. Und ja, macht Spaß und die Arbeit kommt, glaube ich, ganz gut an. Macht echt große Freude, ja. Ja, den Podcast habe ich tatsächlich auch immer gerne gehört. Wie bist du denn dazu gekommen? Zum Podcast mit Karin Kneißl. Ja. Ja, ich hatte Karin Kneißl kennengelernt beim Interview auch für Rubicon und kannte sie auch von RT.de und wir sind dann in Kontakt geblieben. Sie hatte da schon einen Podcast bei RT.de und den wollte sie dann eben oder sollte dann aufgelöst werden, weil RT.de ja bekanntermaßen zensiert wird. Und dann habe ich eben gesagt, komm auf meinen Kanal, wir machen dort einen Podcast, ich baue dir den auf und wir treffen uns jeden Freitag und führen dann dieses Gespräch. Das ging dann auch recht schnell voran. Am Anfang hatten wir noch echt wenig Zuhörer, so 2 bis maximal 5.000. Und jetzt mittlerweile sind wir so bei 15.000 bis 30.000, je nach Folge, je nach Aktualität und auch je nachdem, wie brisant die Aussagen von Karin Kneißl sind. Genau, und so kam das eben. Ne? Wir hatten eben den Kontakt, das Interview. Ich hatte sie dann irgendwann mal gefragt, ob sie nicht Lust hat, auch den Podcast bei mir zu machen. Und da war sie dann sofort dabei. Ich habe mich dann an einem Nachmittag hingesetzt und mir überlegt, wie könnten wir das teilnehmen. Und nachdem ich ein Brainstorming gemacht hatte, kam ich dann auf den Namen Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Und das ist eben auch die Ausrichtung, ne? Es geht in erster Linie um Geopolitik, Geostrategie, um das, was dort draußen so passiert. Und ja, auch das macht große Freude. Der Podcast erfreut sich einer immer größeren und breiteren Zuhörerschaft. Und ja, macht auch für mich einfach sehr viel Spaß, mit Karin Kneißl zusammenzuarbeiten, weil sie wirklich so ein wandelndes Lexikon ist. So, sie kann zu wirklich jedem Thema sehr viel sagen, egal zu welchem Thema ich sie anspreche. Da gibt es immer eine sehr ja, kompetente Antwort und ja, es ist wirklich eine große Freude, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ja, also du bist dann
Jetzt hatte ich schon ein bisschen vorgegriffen mit dem Podcast. Du bist dann quasi durch Corona so in diesen Journalismus reingekommen. Ja, quasi. Also ich hatte schon meine ersten Artikel, wann war das? 2017, 2018 veröffentlicht. Damals eben auch für das Rubicon-Magazin, eher unregelmäßig, vor allem auch zur Ukraine-Krise, war damals noch Krise und kein Krieg. Und ich hatte auch an der Universität schon, wenn man so will, journalistisch gearbeitet, immer wieder auch dort Artikel geschrieben für so ein studentisches Online-Magazin, für so eine Initiative, habe Interviews vor Ort geführt, unter anderem mal mit Gabriele Krone-Schmalz, dem Thomas Fischer, den ehemaligen Vorsitzenden des Strafgerichtshofs in Karlsruhe. Ja, sprich, ich habe dort auch im Grunde genommen das gelernt, was ich jetzt tagtäglich mache. Und das, ja, hat auch damals mir schon ultra viel Spaß gemacht. Nach dem Studium oder am Ende meines Masterstudiums wollte ich dann eher so in diese Startup-Szene. Ich hatte in so einem Startup-Unternehmen gearbeitet und das hat mir auch ultra Spaß gemacht. Aber ich habe dann während Corona eben gemerkt, dass das mir doch alles zu oberflächlich ist. Und dann den Schritt gewagt in den Journalismus, vor allen Dingen in den kritischen Journalismus. Und das bereue ich auch überhaupt nicht. Das war genau richtig so. Was hast du denn studiert? Studiert habe ich im Bachelor Philosophie, Politik und Ökonomie und dann im Master noch Ethik und Organisation hieß das. Das war so ein ganz spezieller Master, der den es nur an dieser Universität gab. Und ja, genau, das habe ich studiert. Alles an der Uni Wittenherdecke, hatte zwischendurch noch ein Auslandssemester gemacht an der Universität Granada in Südspanien. Liegt dort bei Sevilla, Córdoba, Malaga. Und genau, das war. Und genau, dann habe ich noch ein Jahr an der Uni Mainz studiert. Direkt nach der Schule habe ich dort Geschichte und Ethnologie studiert, ein Jahr lang. Aber das war mir dann, ja, so eine Massenabfertigung, hat man sich immer gefühlt wie so eine Matrikelnummer. Ich war zusammen im Jahrgang mit, weiß ich nicht, 700, 800 anderen. Davon sind dann das erste Viertel nach dem ersten Semester gegangen, weil sie durch die Prüfung gefallen sind. Und nach dem zweiten Semester war dann das andere Viertel auch noch weg. Das heißt, das hat sich halbiert und war ja nicht mein Ding. Also so einer Massenuniversität mit über 40.000 Studenten war nichts für mich und deswegen bin ich dann an die kleine Uni Wittenherdecke mit knapp 2000 Studenten. Das hat mir wirklich besser gefallen. Ja, ich studiere auch an einer relativ großen Uni. Das stimmt, dass das relativ unpersönlich ist. Ich glaube, dann können wir auch mal in die aktuelle Politik reinstarten. Denn du hast es ja gerade gesagt, du hast jetzt von dem Zeitraum, wo du dich mit Politik und vor allem mit Geopolitik beschäftigst, jetzt so ziemlich exakt die Legislaturperiode der Ampelkoalition mitbekommen, die ja diese neue Wert oder was heißt neue, die zumindest eine sehr starke Betonung auf wertebasierte Außenpolitik legst. Erstmal, was würdest du grundsätzlich zu diesem Konzept sagen, das Baerbock ja ganz nach vorne gestellt hat, wertebasierte oder feministische Außenpolitik? Was hältst du ganz grundsätzlich davon? Bin ich ein Riesenfan von. Ich finde es ganz wichtig, dass wir feministische Außenpolitik betreiben und jetzt unser Gas nicht mehr aus Russland, sondern aus Katar bekommen, aus einer Vorzeigedemokratie. Nein, Spaß beiseite. Das für mich, da geht es für mich weniger um Werte als um reine Machtpolitik. Politik, in der Politik geht es niemals um Werte, sondern immer um Interessen. Das haben schon viele kluge Menschen vor mir gesagt. Von daher ist das für mich einfach nur eine Art Marketing-PR, um es an die Menschen, an die Bürger zu verkaufen. Also du musst ja deine Politik immer auch irgendwie schön verpacken. Das kennt man, wenn man sich mit PR beschäftigt hat. Und um diese Politik eben dem Volk zu verkaufen, musst du ihm halt ja, Begrifflichkeiten zuschreiben, die nicht zutreffend sind. Ne? Und deswegen halte ich davon gar nichts. Wir sehen, dass unsere Außenpolitik
überhaupt nichts mehr mit Werten zu tun hat. Wenn wir beispielsweise in die Ukraine schauen, wo wir schwere Waffen liefern, die mittlerweile auf russischem Territorium aktiv sind, der Marder-Panzer rollt in Kursk. Ja, das kommt bei den Russen auch nicht so wirklich gut an, dass jetzt nach 1941 dort wieder deutsche Panzer rollen. Deswegen, das ist für mich eine reine politische Floskel, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Ja, da würde ich dir komplett zustimmen. Also man sieht das ja schon an diesen Begründungen, womit diese Politik dann gerechtfertigt. Also die Grünen sind jetzt die Partei, die wieder durchgesetzt haben, dass es Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien gibt beispielsweise. Und begründet wurde das damit, dass man doch Geld bräuchte für die Kindergrundsicherung. Und dieses Geld verdient man dann halt dadurch, dass man Waffen nach Saudi-Arabien verkauft. Also kein Scherz, das hat Baerbock auf einem Parteitag wirklich gesagt. Wir müssen diese Waffen liefern, damit Lisa Geld für die Kinder hat. Also gemeint war Familienministerin Lisa Paus. Ja, da sieht man eben, was für absurde Züge das mittlerweile angenommen hat. Also auch an so einer Aussage kann man ja gut erkennen, dass es da eigentlich ja nicht um Werte geht, sondern es ist halt alles vorgeschoben. Und gerade mit einer Baerbock, da haben wir halt wirklich die schrägste und schlechteste Außenministerin aller Zeiten. So, das ist schon, ja, als ich da in Russland war, ich war vor knapp 2 Monaten in Russland, das erste Mal. Und das ist ganz interessant, wenn man sich dort mit den Menschen so über Politik unterhält, dann sagen die in ehrlichen Momenten, ne, die sind ja sehr höflich und respektvoll, sagen sie einem dann, ja, also das, was ihr mit Baerbock habt, das hatten wir hier auch vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahrzehnten, nämlich mit Jelzin, der ja bekanntermaßen sich ähnlich in Widersprüchen verloren hat, wie das auch bei unserer Außenministerin der Fall ist. Und ja, deswegen ist es schon wirklich traurig, was wir da für eine Außenministerin haben. Aber ich will das gar nicht so unbedingt auf diese eine Person fokussieren, ne? Man neigt ja oft dazu, sich dann an diesen Figuren abzuarbeiten, an einem Baerbock, an einem Habeck, an einem Lauterbach etc. Meiner Ansicht nach müsste man wirklich schauen, welche Interessen stehen da noch dahinter. Weil das ist ungefähr wie, weiß ich nicht, wenn ich mich beim Edeka über die schlechte Milch bei der Verkäuferin beschwere. Das ist einfach der, oder in dem Fall die falsche Ansprechpartnerin. Ja, wir müssen da eine Stufe höher gehen, gucken, um was für Interessen geht es da im Hintergrund. Und da sieht man dann eben, dass so jemand wie Baerbock einfach nur die Exekutive ist, die Puppe ist, die das ausführt, was von oben kommt. Sie ist sozusagen, wenn man in Managementstrukturen denkt, das mittlere Management. Ja. Und ja, damit kann man sich natürlich beschäftigen, aber mich interessiert natürlich, was steckt da dahinter? Wer steht da dahinter? Und das ist eigentlich so die zentrale Frage, sondern. Frage ich mal so direkt, wer steht denn bei Baerbock dahinter? Also welches Interesse gibt es daran, dass jemand wie Baerbock, der, man kann es jetzt glaube ich so deutlich sagen, nicht geeignet ist, dieses Amt auszuüben, dass der Außenministerin wird? Ja, also in erster Linie stehen da, glaube ich, natürlich, wird dich jetzt nicht überraschen, stehen die USA dahinter. Und mit den USA natürlich Unternehmen wie BlackRock, wie Vanguard, die ein sehr großes Interesse daran haben, dass die Ukraine abgewirtschaftet wird und isoliert wird, die ein sehr großes und ein noch größeres Interesse daran haben, dass es in Osteuropa Krieg gibt, weil sie mit denen, sie sind die größten Besitzer der größten Waffenunternehmen der Welt, unter anderem auch von Rheinmetall. Und die verdienen sich ja bekanntermaßen gerade ein goldenes Näschen. Das heißt, auch Vanguard und BlackRock verdienen sich gerade an diesen Kriegen weltweit. Auch natürlich in Israel wurde wieder ein neuer Waffendeal verabschiedet, 20 Milliarden US-Dollar. Für Israel von den USA zur Unterstützung des Krieges gegen Palästina.
gegen die Hamas. Und ja, da geht es meiner Ansicht nach in erster Linie um deren Interessen. Und ja, das ist eben das Traurige, dass es immer so gesagt wird hier, wir müssen die Ukrainer verteidigen. Die Ukraine will Frieden oder die Ukraine braucht Waffen. Und ja, das ist natürlich auch das ist wieder nur ein vorgeschobener Grund, ne? Du hast gerade den Krieg in Nahost angesprochen, den jüngsten, der seit dem 7. Oktober tobt. Da sind ja mittlerweile mehr als 40.000 Menschen in Gaza gestorben. Und das ist eigentlich doch der klarste Beleg dafür, dass es in unserer Politik nicht um Werte geht. Sonst hätte die Regierung ja zumindest mal diesen ganzen internationalen Protest, den es gegen die israelische Kriegsführung gibt, also der kommt ja nicht nur aus der arabischen Welt, der kommt aus dem gesamten globalen Süden, sonst hätte sie sich dem ja angeschlossen. Aber nein, Deutschland gehört mit zu den größten Waffenlieferanten von Israel. Also das zeigt doch eigentlich, wie ja sehr diese Politik im Widerspruch zu den Idealen steht, die sie selbst eigentlich immer nach vorne stellt. Ja, und das zeigt einfach auch, von welcher Heuchelei und von welcher Doppelmoral diese Politik geprägt ist, ne? Also während wir mittlerweile sehen, dass bei Olympia noch nicht mal russische Athleten zugelassen werden, sind Athleten aus Israel zugelassen. Russland wird mit massiven Sanktionen versucht zu bekämpfen. Das ist auch eine Form der Kriegsführung, nämlich Wirtschaftskrieg. Dafür, das hatte Sahra Wagenknecht ja auch vor einiger Zeit schon mal so auch klar gesagt, wofür sie auch massiv angegriffen worden ist. Und Russland kann man jetzt ja beobachten, hat mittlerweile ein positives Wirtschaftswachstum von, ich glaube, 3,6%. Während wir in Deutschland in der Rezession sind, negatives Wirtschaftswachstum von minus 0,3%. Also Russland, da geht's nach vorne. Bei uns geht's zurück. Ja, nicht nur sind wir, früher waren wir bei Olympia immer in den Top 5 mit dabei. Jetzt sind wir gerade mal Zehnter geworden. Wenn Russland noch mit dabei gewesen wäre, wären wir Elfter. Also in jeglicher Hinsicht sind wir hier auf dem absteigenden Ast. Und was Israel eben angeht, da sieht man meiner Ansicht nach ganz klar diese Heuchelei und diese Doppelmoral. Wenn wir da wirklich, wenn es uns wirklich um Werte gehen würde, und christliche Werte, wie auch immer mal wieder gesagt wird, dann hätten wir schon längst Sanktionen verhängt. Dann würden keine großen Airlines mehr Tel Aviv und Jerusalem anfliegen. So. Dann wären israelische Sportler bei Olympia nicht mit dabei. Aber all das ist ja nicht der Fall. Und daran erkennt man eben, wie verlogen diese Politik ist, ne? Und das Beispiel Israel zeigt das eben ganz, ganz eindeutig. Wobei man ja sagen muss, dass diese Sportsanktionen und die akademischen Sanktionen, die sorgen ja einfach nur dafür, dass es noch weniger Austausch zwischen den Ländern gibt. Die sind ja eigentlich, ja, da kann man sehr darüber streiten, was für einen Sinn die haben. Ich würde auch eher sagen, dass man die nicht verhängen sollte. Also bei Israel, da ist es ja ziemlich offensichtlich, Israel könnte diesen Krieg nicht ohne westliche Waffenlieferung, nicht ohne westliche Geldzahlungen nicht führen. Und der wichtigste Geldgeber, der wichtigste Waffenlieferant sind die USA und der zweitwichtigste ist schon Deutschland. Also Deutschland könnte ja allein dadurch, dass es Israels Staatshaushalt nicht mehr subventioniert und dadurch, dass es keine Waffen mehr liefert, glaube ich, den größten Effekt erzielen. Ja, klar, aber du weißt ja auch, was die deutsche Staatsräson ist, nämlich die Sicherheit Israels. Und solange das die deutsche Staatsräson ist und uns gesagt wird, wie wir an Schulen auch schon lernen, dass wir eine historische Verantwortung gegenüber Israel haben, wird sich an dieser Außenpolitik, an dieser Politik gegenüber Israel nichts verändern. So, und das ist, natürlich ist es beschämend. Aber so ist es einfach mal hier in Deutschland. Also wir haben gerade in Deutschland ein ganz spezielles, historisches, besonderes Verhältnis zu Israel. Und deswegen wird diese Politik so gemacht und so durchgeführt. So, und man sieht ja auch, es gibt ja großen Protest, auch innerhalb der Bevölkerung hier in Deutschland. Ich würde sagen, die Stimmung ist da ganz klar zugunsten Palästinas gekippt.
hatte das auch vor kurzem gemerkt, als Familie zu Besuch war, mit denen ich mich kurz nach dem Ausbruch des Krieges unterhalten hatte und die damals voll auf der Seite von Israel war und diesen brutalen, mörderischen Angriff von Israel, wie sie ihn beschrieben haben, damals verurteilt haben. Und jetzt saßen wir vor kurzem zusammen und sie haben mir zugestimmt, dass Netanjahu ein Kriegsverbrecher ist und vor ein Kriegstribunal gestellt werden müsste. Was ja schon auch, was schon der Fall ist, ne? Also es gibt ja einen Haftbefehl gegen Netanjahu. Ne, Und der da wurde noch, ist eben. kurze Korrektur, den gibt es, glaube ich, noch nicht. Der wurde, also dieser Prozess wurde in Gang gesetzt, aber der Haftbefehl selber, das dauert ein bisschen, bis der ausgestellt ist. Naja, okay, ja, dann bist du in dem Fall besser informiert. Dennoch ist die Stimmung komplett am Kippen, ne? Also was sowohl hier im Westen, in der muslimischen Welt sowieso, da ist nicht mehr viel zu holen, was pro-israelische Kräfte angeht, ne? Also da, also was die PR-Seite angeht, hat Israel auf jeden Fall verloren. Trotzdem kann man ja sagen, dass zumindest die Hegemonialmacht im Westen, die USA, ihre Politik in Bezug auf Israel nicht groß verändern werden. Also die Regierung Biden, die hat jetzt Angst, dass ihr in der Region die Fälle komplett davon schwimmen, dass sie die gesamte arabische Welt und auch große Teile des globalen Südens gegen sich aufbringt. Wenn sie jetzt das, was Israel da in Gaza anrichtet, so bedingungslos weiter unterstützt, wie sie es bisher getan hat. Und deswegen versucht sie mäßigend auf Israel einzuwirken. Aber Donald Trump hat ja beispielsweise schon angekündigt, dass er Israel noch viel stärker unterstützen würde, sollte er erstmal US-Präsident werden. Also in den USA, da zeichnet sich ja eher kein Politikwechsel ab. In den USA wird es auch hinsichtlich Israel keinen Politikwechsel geben. Aber es ist auch fast egal, wer da an die Macht kommt, ob jetzt Harris oder Trump. Was den Nahen Osten angeht, wird sich da wenig tun. Ich bin da fast noch eher zuversichtlicher, dass wahrscheinlich Trump dann noch mehr erreichen würde auf diplomatischer Ebene, so paradox sich das womöglich anhören wird. Aber er will sich derzeit ja so auch als Friedenspräsident positionieren, der innerhalb von 24 Stunden, wie er mal gesagt hat, einen Frieden in der Ukraine ausrufen könnte oder erreichen könnte. Und ich denke, so ist es dann auch eben in seinem Interesse, dass er dort auf diplomatischer Ebene in Gaza oder in Israel, Palästina eine Lösung findet. Dennoch, so, er hatte ja auch gesagt, dass er all die Demonstranten an den amerikanischen Universitäten, die pro-Palästina sind, aus dem Land schmeißen will. Also, er ist da auch schon in gewisser Hinsicht ein Hardliner, ne? Und ich glaube mal, wie gesagt, dass es fast egal ist, wer da an die Macht kommt, was Israel angeht. Die werden auf jeden Fall ihre Politik so weiter fortsetzen können, ne? Das ist ganz klar. Ja, wie gesagt, die Regierung Biden, die ändert ja langsam also sehr bedächtig, aber da gibt es ja langsam schon Kurskorrekturen, weil eben dieses Argument, die gesamte arabische Welt, mit der wir eigentlich immer relativ gute Beziehungen hatten, die wendet sich damit gegen uns, weil dieses Argument ja schon ein gewichtiges ist. Also Israel ist ein relativ kleines Land, nicht mal 10 Millionen Einwohner. Also das strategisch als Verbündeten da zu haben, das bringt einem nicht so viel, wie wenn man damit die halbe Welt gegen sich aufbringt. Ja, das stimmt. Auch innerhalb der USA sind da mittlerweile gewisse Tendenzen zu erkennen, die sich gegen Israel richten. Aber dennoch, ich hatte jetzt ja auch gerade gesagt, so das 20 Milliarden Paket von den USA zur militärischen Unterstützung Israels wurde jetzt, ich glaube, gerade erst letzte Woche verabschiedet. Das zeigt ja auch ganz klar, so, oder zum Beispiel auch bei, als Netanjahu zu Gast war und vor dem Kongress gesprochen hat, gab es Standing Ovations. Ja, also die Kongressabgeordneten, die haben ihn schon fast wie einen Superstar behandelt. Aber das war schon ein wenig befremdlich zu sehen, dass da jemand in dieses Land kommt, in ein Land, das eigentlich für Demokratie und für Weltfrieden steht. Und dort eine Rede hält und es Standing Ovations gibt. Also ich
Klar, ich sehe das in Teilen auch so, aber generell würde ich sagen, sind die USA weiter stramm an der Seite Israels und natürlich nach außen hin. Man merkt ja auch, dass die Stimmung im Volk kippt, ne? Und deswegen muss man das ja auch, ich habe mich viel mit PR beschäftigt, mit Walter Lippmann, mit Edward Bernays und wie sie mich alle heißen, Noam Chomsky. Und es ist immer in der Verantwortung oder es ist immer eine ganz wichtige Herausforderung für die führenden Politiker, die Stimmung im Volk aufzugreifen und in die Kommunikation zu treten, mit in die Strategie mit aufzunehmen. Wenn die merken, das wird eher Richtung Palästina, ja, dann äußert man sich da öffentlich auch mal kritisch. Und das führt dann dazu, dass wir dann da sitzen und sagen, naja, stimmt, da tut sich ja was. Ja, so langsam kippt da ja doch die Stimmung, ne? Aber man sieht es dann eben, ne? Nach außen hin wird dann etwas kritisch kommuniziert und eine Woche später wird ein 20 Milliarden Militärpaket nach Israel verabschiedet. So, da sieht man eben, dass das alles nur mehr Schein als sein ist, würde ich mal so, um es vorsichtig diplomatisch auszudrücken. Also deine Analyse ist, dass sich keine Kurskorrektur der Regierung Biden vollzogen hat oder gerade vollzieht, sondern dass das eher PR ist. Also dass man da nicht Angst hat, den globalen Süden gerade zu verscheuchen durch diese Politik, sondern dass man quasi der eigenen Bevölkerung vor allem was vormachen will. Ja, ich denke schon. Also ich ja, würde das genauso unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast, ne? Man sieht da, die Fälle gehen schwimmen innerhalb, was die Bevölkerung angeht. Und die Stimmung ist komplett gekippt. Ja? Sie ist komplett anti-israelisch, auch in großen Teilen der USA, in großen Teilen des Westens, in der muslimischen Welt sowieso. Ja, da war sie von Anfang an, die war eigentlich schon immer anti-israelisch, jetzt ist sie noch anti-israelischer, als sie es schon zuvor war. Und damit muss man eben umgehen. Ja, und deswegen sehe ich das nicht so, ne, dass da zu einer wirklichen Kurskorrektur gerade kommt. Denn ich hätte tatsächlich gesagt, bei dem Konflikt daran, dass die USA jetzt langsam oder zumindest öffentlich auf Distanz zum Handeln der Regierung Netanyahu gehen, daran sieht man schon, dass man auch in Washington, also würde ich sagen, daran sieht man, dass man gerade diesen Wandel von der unipolaren zur multipolaren Welt sieht, dass die USA eben nicht mehr durchregieren können, sondern sich auch daran anpassen müssen, was in anderen Machtzentren entschieden wird, beziehungsweise dass sie nicht mehr die ganze Welt von sich wegstoßen können, so wie sie es in den letzten 2 Jahrzehnten gemacht haben, durch irgendwie immer neue Kriege, immer neue Wirtschaftskriege, die sie gestartet haben. Ich meine, es gibt ja zig Länder, die die USA versucht haben, tot zu sanktionieren, und in den wenigsten Fällen hat das Erfolg gehabt. Und mittlerweile hat der globale Süden auch die Angst vor, ja, auch den wirtschaftlichen Druckmitteln, die die USA haben, größtenteils verloren. Ja, also man sieht schon auch, wie du richtig ausgeführt hast, dass die USA und der ganze Westen in dieser multipolaren Weltordnung eben keine Rolle mehr spielen. Ja, also an vorderster Front wir hier in Deutschland, wenn Baerbock oder Scholz in China sind, dann müssen sie durch den Hintereingang rein. Und daran sieht man eben gut und nicht nur daran, sondern an der kompletten Ausrichtung von China, von Indien, von Brasilien, von Pakistan, auch von den afrikanischen Ländern, sieht man ganz klar, deren Zukunft liegt in China und in Russland. Wobei wir natürlich auch noch kritisch darüber zu sprechen kommen müssen, wie denn die Rolle von Russland ist in dieser multipolaren Weltordnung und ob sie nicht womöglich einfach nur eine Art Juniorpartner von China sind. Denn ob das da wirklich alles so auf Augenhöhe ist, wie das ja von China und auch von Russland immer propagiert wird, da kann man zumindest drüber streiten. Aber ansonsten ist ganz klar zu erkennen, dass derzeit diese multipolare Weltordnung, dass der globale Süden vom Westen eigentlich nichts mehr wissen will. So, und das Ganze sieht man eben auch jetzt im Nahen Osten. In der Ukraine, die wesentlichen Verhandlungen finden in Peking statt.
Als Dmitri Kuleba in Peking war, hat er das erste Mal seit Ausbruch des Krieges über Friedensverhandlungen gesprochen. Ja, da ist er nicht nach Washington gereist, nicht nach Berlin, nicht nach London, nicht nach Warschau, sondern nach Peking. Ja, und das zeigt eben ganz klar, dass China mittlerweile zu einer Friedensmacht aufgestiegen ist. Ja, sie konnten da ja auch ganz entscheidend schon im Nahen Osten vermitteln zwischen Iran und Saudi-Arabien. Und das zeigt einmal mehr, dass China auf diesem geopolitischen Schachbrett mittlerweile als ernstzunehmender multipolarer Player wahrgenommen wird, der in diesen Entwicklungen ganz entscheidenden Anteil hat. Und ja, da ist hochinteressant, was sich da zurzeit abspielt und entwickelt. Das ist wirklich spannend und natürlich traurig zu sehen, auf welcher Seite wir hier in Deutschland stehen, ne? Ja, wir sind, würde ich sagen, Teil des amerikanischen Großraums. Ich glaube, das ist eine ziemlich akkurate Richtig. Beschreibung, ja. Ja, auf jeden Fall. Wir gehören zu den USA mit dazu. Wir sind, wenn man so will, die fünfte Kolonne der USA. Wir haben nichts zu entscheiden. So, manchmal gibt es das ja auch, da schaut man sich vormittags die Meldung aus den USA an und hört dann irgendwie, wie von Joe Biden verlangt wird, dass wir mehr Waffen, dass die USA und der Westen mehr Waffen an die Ukraine liefern. Und ja, später am Nachmittag, am Abend hört man genau das Gleiche von Baerbock oder von Pistorius. Ja? Also das ist wirklich schon manchmal fast plump, ja. Also wo man sich auch denkt, oder jetzt zum Beispiel bei der Stationierung von Langstreckenraketen und bald auch schon von Hyperschallraketen, die ja noch in der Entwicklungsphase sind, wo wurde das irgendwo im Parlament mal besprochen? Gab es da eine breite Debatte darüber? Gab es da eine Abstimmung darüber? Wurde das von den Medien irgendwie nach außen getragen? Gab es hier eine breite Diskussion in der deutschen Bevölkerung darüber, ob wir das wollen? Gab's Nix, denn? gar nichts, gar nichts. Ja. Und wenn man darüber nachdenkt, in den 80er Jahren, NATO-Doppelbeschluss, Millionen Menschen waren auf der Straße, es war das Thema Nummer eins. Und jetzt? Also, ich glaube, das haben wahrscheinlich die meisten auch nicht mal mitbekommen. Ich habe ja am Montag eine Straßenumfrage gemacht in Köln. Da ging es dann zum einen um das Compact-Verbot und zum anderen um Affenpocken. Und oder Mpox jetzt ja genannt. Was das Compact-Verbot anging, die meisten wussten noch nicht mal, was Compact ist. Also von den, es waren das knapp 15 Leuten, mit denen ich gesprochen habe, haben, ich glaube, 13 oder 14 Compact noch nicht mal gekannt. Ja. Und Affenpocken, da waren sie dann mit dabei und haben gesagt, ja, wenn die Wissenschaft sagt, wir müssen uns wieder zu Hause einsperren, sind sie dabei. Unfassbar, was hier passiert. Unglaublich. Ja, aber zu diesen US-Raketen, die hier stationiert werden sollen, da gibt es ja eine Stellungnahme vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann braucht der Bundestag ja rechtlich gesehen gar nicht zustimmen. Also ist es ja überhaupt kein Problem, dass der Bundestag da auch noch nicht mal gefragt wird. Ja, eben, da sieht man, dass wir heute im besten Deutschland aller Zeiten leben, ne? Und dass der Rechtsstaat scheinbar passé ist, ja. Unglaublich, unfassbar. Nee, das ist ja das Schlimme. Also es scheint ja rechtens zu sein, dass der Bundestag in solche Entscheidungen überhaupt nicht einbezogen wird. Dass das Ja. quasi alles nur durch die Exekutive gehen muss und dann ist es entschiedene Sache. Ja, unglaublich. Also, was soll man dazu noch sagen? Du hast es das Wesentliche ja schon auf den Punkt gebracht. Dem ist quasi nichts mehr hinzuzufügen. Unglaublich, an wo wir hier mittlerweile angekommen sind. Eine Frage hätte ich zu dem Thema noch. Die Hyperschallraketen, die ja im Westen entwickelt werden sollen und die Russland schon hat, hast du da Informationen dazu, wie weit der Westen mit der Entwicklung hier schon ist? Nee, habe ich mich noch nicht tiefergehend mit auseinandergesetzt. Ich weiß nur, dass Russland da, wie du richtig ausgeführt hast, diese schon entwickelt hat. Bei uns sind sie noch in der Entwicklung befindlich, wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre dauern, aber da habe ich jetzt noch nicht tiefer nachgebohrt, wie weit da die konkrete Entwicklung dieser
Überschallwaffen, weiß ich nicht. Für. Also gäbe es theoretisch noch Zeit, in der man das verhindern könnte. Zumindest hypothetisch. Ja, durchaus. Also wenn ich sag mal, tatsächlich noch Hunderttausende Menschen auf die Straße gehen würden, oder besser Millionen, dann ließe sich da noch was tun. Ansonsten bin ich da eher pessimistisch. Ja, also wenn das so von oben so diktiert worden ist, dann ist da nichts zu machen. Dann wird das einfach exekutiert. Es gibt ja in einigen EU-Staaten Regierungen, die in den letzten Jahren an die Macht gekommen sind, vor allem in Ungarn und der Slowakei, die die westliche Kriegspolitik gegenüber Russland sehr kritisch sehen. Hältst du es für wahrscheinlich, dass es in den nächsten Jahren noch weitere Regierungen, gerade in vielen kleinen osteuropäischen Staaten, geben könnte, die dort an die Macht kommen und die eine ähnliche Politik fahren werden? Ja, das ist jetzt eine hypothetische Frage, ne? Also wir sehen ja mit Robert Fico in der Slowakei, mit Ministerpräsident Viktor Orban in Ungarn, dass wir da zwei kritische, konservative, in Teilen auch rechtskonservative Staatsoberhäupter haben, die eben diese linksliberale, woke Politik nicht mitmachen. Und das sind, vielleicht kommen wir auch noch darauf zu sprechen, was gerade so die wesentlichen Kräfte sind, von denen wir angetrieben werden, von denen womit Politik gemacht wird. Das sind eben einmal diese konservativen Kräfte rund um Orbán, Fico und Trump und vielleicht auch bald Marine Le Pen, und zum anderen eben diese sogenannten linksliberalen Kräfte rund um ein Joe Biden, um Olaf Scholz, Emmanuel Macron, ganz wichtig. Und das sind so die beiden Pole, um die es hier gerade geht. Und das sieht man jetzt ja auch ganz gut in den USA mit Kamala Harris, die eben diese Identitätspolitik macht, sich ganz viel da um das Thema Abtreibung kümmert und Donald Trump sich tatsächlich eher noch um die soziale Frage in den Vordergrund stellt, ne? Also wie die sozialen Realitäten sind für ihn wesentlich wichtiger, was eigentlich interessant ist, weil eigentlich ist diese soziale Frage eine zutiefst urlinke Position immer gewesen. Und die bedient jetzt Donald Trump, der ja rechts ist, ja. Also da sieht man eben, wie Orwell verdreht auch hier alles ist, ne? Ja, das war durchaus interessant. Also zu Trumps Präsidentschaft, da hat man ja diese klassische republikanische Politik gesehen, dass die Steuern für die Reichen gesenkt wurden, also vor allem für die Reichen. Das war eine Steuersenkung, wo man sich angeguckt hat, wer da mehr belastet wurde und wer weniger belastet wurde, die dazu geführt hat, dass die Mehrheit der Amerikaner ab 2025, also in die Zeit kommen wir jetzt, sogar mehr Steuern unterm Strich zahlen muss, als sie vorher gezahlt hätten. Nur die Steuersätze für die Reichen und die Unternehmen wurden tatsächlich dauerhaft gesenkt. Aber abgesehen davon hat Trump eine Politik gemacht, die ziemlich stark auf Vollbeschäftigung gesetzt hat, die vor allem den ärmeren Amerikanern und da vor allem Schwarzen und Latinos besonders stark zugute gekommen ist. Also das war auch Deswegen was, ist er ja. da ja auch so beliebt. Es gibt ja ganz viele Schwarze und Latinos, diese sexuellen Minderheiten, bei denen man eigentlich meinen müsste, die wählen bestimmt links, die wählen bestimmt Kamala Harris, also wenn man jetzt mal so klassisch denkt. Und das ist ja eben nicht so. Es gibt ja ganz viele Latinos, ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund, die pro Trump sind. Und das ist genau der Grund, den du gerade aufgeführt hast, ne? Die haben eben in der ersten Präsidentschaft von Donald Trump ganz klar profitiert, als er da war. Und die jetzt sagen, so merkwürdig, so paradox sich das anhören mag, aber wir sind pro Trump, ja. Das passt ja natürlich nicht ins Weltbild der westlichen Eliten und westlichen Leitmedien. Aber so ist das tatsächlich. So verhält sich das, ja. Ja, das ist relativ interessant. Okay, Wirtschaftspolitik wäre jetzt, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Das wäre jetzt nochmal ein komplett neues Thema, das aufzumachen. Aber in den USA, da sieht man ja, wie die Wirtschaftspolitik sich, egal wer gewählt wird, eh nur alle paar Jahrzehnte großartig ändert. Also wir haben in den 30er Jahren mit dem New Deal von Roosevelt eine große Änderung gesehen, dann mit den Steuersenkungen und den Deregulierungen von Ronald Reagan. Und seit Reagan ist eigentlich dieses neoliberale Paradigma in der Wirtschaftspolitik unangetastet. Da wurde jetzt auch nur im Detail was dran geändert. Da hat ja kein US-Präsident eine großartige Wende hingelegt. Ja, das ist so. Also mit den Reaganomics damals in den 80er Jahren,
wurde diese neoliberale Politik so im ganzen Westen aber auch implementiert. Also zu der Zeit war ja auch Margaret Thatcher Premier in Großbritannien. Und unter ihr wurde ja dieser leidige Begriff der TINA, falls der dir was sagt, also There is no alternative, den ja auch später dann Angela Merkel geprägt hat, ne? Also woraus sich ja auch dann die Alternative für Deutschland gegründet hat, 2012 oder 11, 2012, sowas. Durch diese Alternativlosigkeit, ne? Und um das, dieses Wirtschaftsmodell wurde immer so ausgelegt, als sei es alternativlos. Ja, das hat man jetzt mittlerweile, ist dieser Begriff so verbrannt, dass man ihn nicht mehr verwenden kann, ja. Aber im Grunde genommen hat sich da seit den 80er Jahren wenig verändert. Ja. Das ist eine Politik der Deregulierung, die dazu geführt hat, dass die Finanzmärkte sich in noch nie dagewesenem Maße aufgeblasen worden sind. Und was ja in letzter Konsequenz auch dazu führen muss, dass es auf absehbarer Zeit zu einem Finanzcrash kommen wird und kommen muss, einfach weil dieses System nicht mehr länger tragbar ist. So. Und um da dann vielleicht noch diesen Gedanke zu Ende zu führen, wenn wir diesen Crash jetzt bald erleben, der ist ja, den haben ja viele, hatte ich eigentlich schon gedacht, und viele andere Finanzexperten wie Dirk Müller, Marc Friedrich, Markus Krall, haben ihn ja schon mit 2020 oder 2020, 2021 vermutet, aufgrund der ganzen Corona-Politik, in der ja nochmal so viel Schulden aufgenommen worden sind wie davor in 70, 80 Jahren. Und eigentlich müsste sich aus dieser Logik heraus das System implodieren, was ja nicht passiert, woran wir eben erkennen können, dass das Ganze, naja, wie soll man sagen, dass künstlich am Leben gehalten wird, ne? Wie so ein, ja, wie so ein Patient, wie so ein Koma-Patient, den man noch über ein paar feine Dosen noch so künstlich am Leben hält, ne? Und es wird aber der große Crash kommen, und was wird dann die Lösung sein? Die Lösung wird dann sein CBDCs, also digitales Zentralbankengeld, und BGE, bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, aber ein universelles bedingungsloses Grundeinkommen. Ich meine jetzt nicht das Modell, was beispielsweise ein Götz Werner von DM geprägt hat, das wirklich auch ganzheitlich holistisch ist und soziale Fragen noch mit integriert, sondern ein perfides Modell, das ausschließlich zugunsten der herrschenden Wirtschafts-, Finanz- und Politelite ist. Ja. Und auch das ist einfach nur noch eine Frage der Zeit. Da steuern wir drauf zu. Ja. Jetzt reden wir tatsächlich noch ein bisschen über Wirtschaftspolitik. Das ist ein Thema, was mich nämlich interessiert. Also, Bin ich es sind. aber, glaube ich, nicht so tief drin wie du. Ja, aber es liegt ja in der Natur eines Crashs, dass man den nicht vorhersagen kann. Wenn den wer vorhersagen könnte, dann würde er darauf wetten und dann würde er damit jede Menge Geld verdienen. Also, das kann noch 10 Jahre weitergehen. Es ist jetzt schon. Ja, wir hatten es gerade, seit 40 Jahren ist diese Entwicklung jetzt schon im Laufen, dass der Finanz. Markt im Verhältnis zur Realwirtschaft immer größer wird. Und dass jetzt so viele Schulden gemacht wurden, das befeuert diesen Trend ja eher noch. Also Schulden auf der einen Seite sind ja Vermögen, auf der anderen Seite Vermögen, was in den Bankbilanzen liegt, Vermögen, was vor allem auch ja, dann an den Finanzmärkten angelegt werden will. Also das ist ja kein Widerspruch. Es kann sich ja immer weiter nach oben spulen, ob es dann einen Crash gibt, ob es dann ein jahrzehntelanges Siechtum gibt. Also einen sehr langsamen Abstieg, wo sich die Verhältnisse wieder normalisieren, ob es eine große Inflation gibt, ob es. Also was es gibt, das wissen wir ja nicht. Also darüber kann man nur spekulieren. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass der Crash ausgemachte Sache ist. Natürlich nicht. Aber ein weiser Mann sagte einmal, glaube nie, dass das, was in der Politik geschieht, Zufall ist. Und ein solcher Crash, wenn er denn kommt, dann ist er gewollt. Ja, das müssen wir uns wirklich vor Augen führen. Spätestens seit Corona bin ich wirklich so weit zu sagen, dass diese Politik derartig inszeniert wird, dass ein Crash im Finanzsystem
nur dann kommt, wenn die herrschende Elite ihn auch braucht. Ja, das heißt, man kann diesen Koma-Patienten, um nochmal zu dieser Metapher zurückzukommen, den kann man sterben lassen, da kann man die Geräte ausschalten, wenn man dies für notwendig erachtet. Ja, und deswegen ist es natürlich interessant, sich auf, ich sag mal schon fast akademischer Ebene, sich auf wirtschaftspolitischer Ebene damit zu beschäftigen, wann kommt es zu einem Crash, was sind da die Hintergründe. Das habe ich ja auch in meinem Studium gemacht, das war auch Teil davon. Und damals zwischen 2014 und 2021 hatte ich, oder 2020 besser gesagt, hatte ich auch noch gedacht, dass es nach diesen Prinzipien so läuft, wie wir es da gelernt haben. Aber die letzten Jahre haben mir eben gelehrt, dass es nicht so der Fall ist, dass es von oben inszeniert wird. Und das hört sich jetzt natürlich nach Verschwörungstheorie an und so. Aber die Verschwörungstheorie hat sich mittlerweile als die Verschwörungspraxis erwiesen, ne? Und Verschwörungen sind etwas ganz Reales, was tagtäglich hier so stattfindet. Daher, also meine Hypothese ist, es kommt zu einem Crash, aber nur dann, wenn er auch von der herrschenden Finanz- und Wirtschaftselite auch so gebraucht und gewollt ist. Okay, also dann würde ich sagen, kommt es wahrscheinlich nicht zu einem Crash. Also wenn, also ein Crash, der zeichnet sich ja dadurch aus, dass schlagartig Vermögenswerte abverkauft werden und Leute dann diese Vermögenswerte auf den Markt werfen zu Preisen, die sie sonst niemals akzeptieren würden, aus Angst, dass sie morgen noch weniger wert sind. Und wenn du meinst, dass das Börsengeschehen so gut gesteuert werden kann, dass man so einen Crash auch verhindern kann, wenn man das will, dann wird man den, glaube ich, um jeden Preis verhindern wollen. Wir haben das ja im Corona-Crash gesehen. Das war ja März 2020 ganz interessant. Sogar die Staatsanleihemärkte sind ausgetrocknet und da hat die Fed dann jeden Tag hunderte Milliarden Dollar auf den Markt geworfen und innerhalb von ein paar Wochen war der Markt stabilisiert. Also die Notenbanken können so einen Crash im Extremfall zumindest aufhalten. Inwieweit das langfristig möglich ist, ist dann die andere Frage. Aber wenn es so einen Crash gibt, dann kannst du, also kann eine Notenbank halt theoretisch unendlich viele Dollar drucken und dann Ja lässt gut, sich so ein aber Crash auch aufhalten. so eine Notenbank ist ja eigentlich eine staatliche Bank. Ja, aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Glaubst du, dass die Fed eine staatliche Bank ist oder in Privatbesitz ist? Die Fed ist in Privatbesitz. Das ist so eine ganz komische Konstruktion, die die da gewählt haben. In Privatbesitz. Genau. Beziehungsweise die, ja, wie gesagt, das ist ganz komisch geregelt in den USA. Ja, richtig, aber sie ist in Privatbesitz. Sprich, private Investoren, private Wirtschaftsfunktionäre, nenne ich sie jetzt einfach mal, entscheiden darüber, ob es zu einem Crash kommt oder nicht. Weil die Fed ist die mächtigste Notenbank der Welt. Neben der BEZ vielleicht, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich mit Sitz in Basel, die Zentralbank der Zentralbanken, womöglich noch mächtiger und einflussreicher als die Fed. Aber das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Ich glaube, da bist du tiefer drin. Aber meine Hypothese wäre, wenn man ein CBDC durch implementieren will, dann braucht man den Crash. Wenn man ein universelles Grundeinkommen implementieren will, braucht man einen Crash. Und auf Grundlage dieser Prämisse, dieser Annahme, gehe ich davon aus, dass es zu einem Crash kommen muss, weil diese Systeme installiert werden sollen. So. Das digitale Zentralbankengeld ist ja in einigen Ländern wie China oder auch teilweise schon in Russland dabei, an den Staat zu gehen. Und es ist auch bei uns nur noch eine Frage der Zeit. Ja. Was meinst du? Aber wie gesagt, die kannst du vor dem Volk nicht rechtfertigen,
wenn du keine Krise hast. Also haben wir ja, wenn wir keine Corona-Pandemie gehabt hätten, hätten wir auch keine 80-prozentige Impfquote gehabt. Wenn du keinen einzigen Corona-Toten gehabt hättest, hättest du keinen einzigen gehabt, der sich gegen Corona geimpft hätte. Das heißt, du brauchst diese Krise, um dieses System hier aufzubauen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Wir werden sehen. Vielleicht kommt es eh ganz anders. Vielleicht geht auch morgen nicht mehr die Sonne auf und wir werden alle sterben, ja. So. Aber das wäre erstmal so meine Hypothese. Was meinst du, was wäre der Vorteil für die Herrschenden an einer digitalen Zentralbankwährung? Kontrolle. Du kannst alles kontrollieren. Du hast jetzt, also die haben ja das Riesenproblem, wenn ich jetzt morgen zur Bank gehe und 1000 Euro abhebe, wissen sie nicht, was mit diesen 1000 Euro passiert. Ich habe wirklich in diesem System noch ein Stück Restfreiheit, indem ich Bargeld habe. Bargeld wird ja auch immer so schön gesagt, ist Freiheit. Und Bargeld ist vor allen Dingen deswegen Freiheit, weil der Staat die Geldflüsse nicht verfolgen kann. Sobald ich die 1000 Euro abgehoben habe, kann ich damit machen, was ich will. Wir könnten uns morgen treffen. Ich gebe dir 500 davon und 200 schicke ich meiner Oma und 300 nehme ich noch, um irgendwelche alten Schulden zu bezahlen oder so. Und der Staat kann nicht verfolgen, was mit diesen 1000 Euro passiert. Wenn du ein digitales Zentralbankengeld hast, ist das nicht mehr gegeben. So, und du kannst eben. Und das wäre dann der nächste Schritt in meiner Hypothese. Du kannst ein digitales Zentralbankengeld, kannst du noch an das SCS, an das Social Credit System anknüpfen. Das heißt, du kannst Zahlungen in Zukunft davon abhängig machen, wie dein Credit Score ist. Also wie quasi deine moderne Schufa ist, wenn man sie so will. Ja? Schufa ist ja im Grunde genommen schon Vorläufer vom SCS. So, und wenn du, weiß ich nicht, in Zukunft Klimasünder bist, 10-mal im Jahr nach China fliegst, jeden Morgen mit deinem Auto zur Arbeit fährst, die AfD wählst und dich nicht gegen Affenpocken impfst, dann gibt es einfach keine Auszahlung mehr von deinem Arbeitgeber. Oder du musst einen höheren Versicherungsbeitrag zahlen. Klimakompensation. Kannst du alles damit über dieses CBDC und das SCS verbinden. Deswegen, es ist zur Kontrolle der Bevölkerung ein geniales System, was die da dabei sind zu implementieren. So, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist deine eigentliche Sorge also nicht so sehr diese digitale Zentralbankwährung, sondern die komplette Abschaffung von Bargeld, die auch ohne eine Zentralbankwährung möglich wäre. Ich meine, du könntest auch im jetzigen System Bargeld abschaffen und all diese Maßnahmen, die du gerade jetzt da durchgespielt hast, die könntest du auch jetzt schon einführen. Ja, aber das könnte man nicht rechtfertigen vor dem Volk. Nochmal, gegen Corona haben sich nur 80% der Bevölkerung geimpft, weil es eine Pandemie gab. Nee, Und wenn du jetzt, ja, bitte? das meinte ich gerade gar nicht. Ich meinte technisch. Ich meinte jetzt nicht, wie du Ach so, das rechtfertigst, technisch, ja sondern. klar. Aber das ist nicht die Frage. Technisch könntest du auch morgen wahrscheinlich schon die CBDCs einführen. Das ist nicht das Problem. Die wesentliche Frage ist die Psychologie dahinter. Die ist viel wichtiger als die Technik. Ich meinte nur, technisch brauchst du nicht mal die CBDCs. Du müsstest einfach Bargeld abschaffen. Das ist quasi der relevante Punkt und nicht, ob du jetzt digitale Zentralbankwährung hast oder unser jetziges System. Das stimmt wahrscheinlich. Ja. Aber wie gesagt, du willst ja, wenn du die technische Ebene hast, dann brauchst du noch die psychologische, die ist in dem Fall meiner Ansicht nach wichtiger. Jo, jo. Ja, jetzt sind wir zum Schluss trotzdem nochmal über auf Wirtschaftspolitik zu sprechen gekommen. Aus dem Chat gab es leider keine, doch eine Frage gab es tatsächlich. Hast du die neuesten Entwicklungen, also natürlich hast du die mitbekommen, um Nord Stream, die neuesten Entwicklungen. Da hast du ja auch im Podcast besprochen. Was sagst du dazu? Ja, was soll man sagen? Das sind schon fast amüsant, ne? Dass jetzt Volodymyr Z. dahinter steht.
Natürlich, die Abkürzung Z-Punkt steht nicht für Zelensky, sondern für irgendeinen anderen Namen. Es ist beschämend, dass die Generalbundesanwaltschaft sich nicht auf die Recherchen von Simon Hirsch berufen. Simon Hirsch hat geniale Vorarbeit geleistet und im Grunde genommen könnte die Generalbundesanwaltschaft sich hinstellen und sagen, wir stützen uns auf diese Recherchen. Wir treten womöglich mit Simon Hirsch auch in Kontakt. Wir gehen oder sagen wir einfach mal, wir verfolgen diese Spur. Das wird nicht getan, sondern es wird die, wie Seymour Hersh sie nannte, die CIA-Story aufgegriffen, die halt echt billig ist. Die ist einfach schlecht. Ja, wird ja sogar hier im Westen angezweifelt, wie das möglich sein sollte, dass man in 80 Metern Tiefe von so einem Hobbytaucher, dass der da mal eben Sprengsätze anbringt und so eine Pipeline sprengt. Schlechte Story. Also ist ein bisschen ähnlich wie mit Biden, den sie schlecht positioniert haben, mit einer Baerbock, die sie schlecht positioniert haben. Also ja, ich persönlich denke, dass die Recherchen von Seymour Hersh der Wahrheit wahrscheinlich am nächsten kommen. Das klingt für mich alles plausibel. Und das, was da jetzt an neuen Ermittlungsergebnissen zutage getreten ist, ist ja das, was die CIA sich da ausgedacht hat. Eine Frage ist tatsächlich noch im Chat gekommen. Bist du mit Erwin von Witzleben verwandt? Ja, lustig. Erwin von Witzleben, Generalfeldmarschall von Witzleben, Stauffenberg-Attentat war der mit dabei. Operation Walküre. Er hätte damals das Militär übernommen. Er wäre sozusagen, ja, heute würde man wahrscheinlich sagen, Verteidigungsminister geworden. Wenn Operation Walküre geklappt hätte. Und zur Frage, nein, ich bin nicht auf direktem Wege mit ihm verwandt. Es gibt bei den von Witzlebens drei Verwandtschaftsgrade und ich bin nicht auf einer dieser direkten Linien mit Erwin von Witzleben verwandt. Wäre es aber gerne. Aber ich spüre eine tiefe Verbindung des Rebellentums und des Widerstandes, die er ja auch in sich trug. Die spüre ich auch bei mir. Ja, dann danke für das Interview auf jeden Fall. Und ich würde sagen, also wir sind jetzt gerade noch online, wir gehen gleich offline und damit würde ich das jetzt schließen. Ja, super. Dann vielen Dank für die Einladung. Entschuldige meine Verspätung. Aber letztendlich hat es ja zum Glück doch noch geklappt. Und das Ganze war jetzt ja auf Twitch, ne? Ja, cool. Ich glaube,